Dramatische Szenen im Salzburger Zoo. Am Dienstagmorgen kam eine Tierpflegerin bei einem Unfall im Nashorngehege ums Leben. Laut einer Mitteilung der Polizei sei die 33 Jahre alte Frau von einem der Tiere angegriffen worden und an ihren Verletzungen gestorben. Wie ein österreichischer Polizeisprecher in Salzburg weiter erklärte, wurde außerdem ein weiterer Pfleger schwer verletzt, als er seiner Kollegin zur Hilfe eilen wollte. Der 34-jährige Mitarbeiter habe versucht, das Tier zu verscheuchen und sei dabei ebenfalls angegriffen worden, hieß es. Die Frau starb noch an der Unglücksstelle und konnte von den Rettungskräften nicht mehr gerettet werden. Ihr Kollege wurde für eine Notoperation in ein Krankenhaus gebracht. Der Zoo Salzburg bleibt erstmal geschlossen. Was die aggressive Reaktion des Nashorns ausgelöst hat, ist bisher nicht bekannt. Auch Angaben dazu, was nun mit dem Tier passieren wird, machte die Polizei noch nicht.